Das Video zeigt uns die Wiener Ringstraße vom Beginn der Schleifung der Stadtmauer 1858 bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Am 20. Dezember 1857 traf Kaiser Franz Josef die Entscheidung zur Auflassung der Umwallung und Fortifikation der inneren Stadt sowie der Gräben um dieselbe und ordnete den Bau eines Boulevards an dieser Stelle an. Im März 1858 begannen beim Roten Turmtor am Donaukanal die ersten Abbrucharbeiten. In der Folge schufen Adel, unter ihnen auch Erzherzöge, Politiker, Großhändler, Großgrundbesitzer, Bankiers und Großindustrielle ihre Prachtbauten an der neuen Wiener Ringstraße. Jeder, der Rang und Namen und Geld hatte, wollte sich am oder zumindest im Bereich des Boulevards ansiedeln. Das Video kann im Hinblick auf die Vielzahl der repräsentativen Palais und öffentlichen Gebäude nicht auf alle eingehen. Unser Rundgang über die Ringstraße beginnt bei der Urania. Die Planung übernahm der Jugendstilarchitekt Max Fabiani, ein Schüler von Otto Wagner. Die Grundsteinlegung erfolgte 1909 durch Erzherzog Friedrich. Die Eröffnung geschah bereits 11 Monate später, 1910, durch Erzherzog Ferdinand Karl. Von der Urania weg folgen wir nun dem gesamten Boulevard im Uhrzeigersinn. Nicht allzu weit am Sturmring steht das Gebäude des ehemaligen K&K-Kriegsministeriums. Errichtet wurde es in den Jahren 1909 bis 1913 unter Leitung Ludwig Baumanns als letzter Monumentalbau an der Ringstraße. Das Reiterstandbild des Feldmarschall Josef Wenzel Radetzky von Radetz vor dem Gebäude aus dem Jahre 1892 wurde ursprünglich am Hof aufgestellt und 1912 an den heutigen Standort versetzt. Auf dem Gebiet des heutigen Dr. Karl-Lueger-Platzes befand sich das Glacis vor dem Stubentor. Dr. Karl Lueger war von 1897 bis 1910 Wiener Bürgermeister. In seiner Amtszeit wurden einige Großprojekte verwirklicht, unter anderem der Bau der zweiten Wiener Hochwellenwasserleitung, die Schaffung von Sozialeinrichtungen wie zum Beispiel das Versorgungsheim Leins und das psychiatrische Krankenhaus Leins, sowie die Übertragung der Gas- und Elektrizitätsversorgung in die Gemeindeverwaltung, ebenso die Straßenbahn. 1926 wurde unter Bürgermeister Karl Seitz entschieden, das Lueger-Denkmal hier aufzustellen. Der Stadtpark entstand durch Umgestaltung des Wasserglacis vor dem Karolinentor. Bürgermeister Andreas Zelinka förderte im Zuge der Anlage der Wiener Ringstraße das Projekt eines öffentlichen Parks. Geplant war der Park im Stile eines englischen Landschaftsparks. Der Entwurf der Anlage stammt vom Landschaftsmaler Josef Seleny. Durchgeführt hat die Arbeiten der Stadtgärtner Rudolf Siebeck. Ab 1862 wurde der Park für die Öffentlichkeit zugänglich. Vom Kursalon im Stadtpark schlendern wir über den ehemaligen Kollobratring, heute Schubertring, Richtung Schwarzenbergplatz. Die Grafen Kollobrat waren ein böhmisch-österreichisches Adelsgeschlecht.
Mehrere Mitglieder der Familie waren hohe Funktionsträger in der österreichischen Monarchie. Die Schwarzenbergbrücke über den Wienfluss wurde im Zuge der Einwölbung der Wien 1895 abgebrochen und das gewonnene Areal in den 1880 offiziell benannten Schwarzenbergplatz einbezogen. Benannt ist das Areal nach Karl Philipp Fürst Schwarzenberg. Karl Philipp Fürst zu Schwarzenberg war Oberbefehlshaber der verbündeten Streitkräfte gegen Napoleon in der Völkerschlacht bei Leipzig. Das Hotel Imperial wurde zwischen 1862 und 1865 als Palais Württemberg für Herzog Philipp von Württemberg erbaut. Geplant wurde das Haus von Architekt Arnold Zenetti, gebaut unter der Leitung von Baumeister Architekt Heinrich Adam. Kurz vor 1873 wurde das Palais zu einem Hotel umfunktioniert, zeitgerecht zur Wiener Weltausstellung. Nach dem Besuch des Hotels Imperial laufen wir über den Kernring weiter Richtung Oper. Die Oper und den Heinrichshof passieren wir relativ rasch. Über die Oper und den Heinrichshof erzähle ich dir im ersten Teil des historischen Stadtspazierganges ausführlich. An den Opernring schließt sich der Burgring an. Vorbei am Burggarten, der Burg und dem Maria-Theresien-Platz sowie dem Volksgarten gehen wir zügig zum Franzensring. Auch über den Burggarten, die Burg, den Maria-Theresien-Platz und den Volksgarten erzähle ich dir mehr im ersten Teil des historischen Stadtspaziergangs. Am Franzensring angelangt, stehen wir dem ehemaligen KK-Reichsratsgebäude, dem heutigen Parlament, gegenüber. Das ehemalige KK-Reichsratsgebäude wurde von 1874 bis 1883 nach einem Entwurf von Theophil von Hansen errichtet. Das KK-Hofburgtheater, heute Burgtheater, wurde von Gottfried Semper verantwortlich für den Grundriss und Karl Freiherr von Asenauer verantwortlich für die Fassade in der Form der italienischen Hochrenaissance entworfen. Die Bautätigkeit begann 1874 und zog sich über 14 Jahre hin, in denen sich das Architektenduo zerstritt. Schlussendlich wurde das neue KK-Hofburgtheater im Oktober 1888 eröffnet. Geplant wurde das neue Rathaus im neogotischen Stil nach den Entwürfen von Friedrich von Schmid in den Jahren 1872 bis 1883 auf dem ehemaligen Josefstädter Klassis. Mit dem Baubeginn des Hauptgebäudes der Universität wurde 1877 begonnen, abgeschlossen wurden die Arbeiten 1884. Architekt Heinrich Ferstl plante den Bau im Stil der italienischen Hochrenaissance. Am Ende des Franzensrings angelangt, bummeln wir weiter auf dem Maximilianplatz zu. Ursprünglich lackiert das Glacis hinter dem Schottentor. Am nordöstlichen Ende des Maximilianplatzes steht die Votivkirche. Architekt der Votivkirche war Heinrich Ferstl.
Diese Kirche ist der bedeutendste neugotische Sakralbau der Welt. Bauzeit der Kirche waren 23 Jahre. Die Grundsteinlegung erfolgte 1856. 1879 wurde die Votivkirche schlussendlich geweiht. Das Ringtheater war ein Theater am Schottenring. Im Dezember 1881 kam es zu einer schlimmen Brandkatastrophe. Nach offiziellen Angaben betrug die Zahl der Todesopfer 384. Nach Schätzungen dürfte es bis zu 1000 Todesopfer gegeben haben. An seiner Stelle wurde das Sühnehaus errichtet. Es sollte sowohl ein Mietshaus wie ein Gedächtnisort sein. 1945 wurde das Haus bei einem Brand schwer beschädigt, dem Verfall preisgegeben und schlussendlich abgetragen. Unser Rundgang neigt sich nun dem Ende zu. Über den Franz-Josefs-Quai entlang dem Donaukanal kommen wir wieder zurück zu Urania.